Schicke Villen, die neuesten Zauberstäbe und die schnellsten Besen. Das haben die reichen Parts der Zaubererwelt gemeinsam. Sie alle hatten diese Dinge zur Verfügung. Aber wisst ihr, wer diese Dinge auch zur Verfügung hatte, aber nicht genutzt hat? Der wirklich bescheiden gelebt hat? Das waren Harry Potters Eltern. Warum waren seine Eltern eigentlich so reich? Und wie kam dieser Reichtum zustande? Das und mehr jetzt in diesem Video. Heute werden wir einer ziemlich coolen Frage auf den Grund gehen. Und zwar, wie haben Harry Potters Eltern einen derart unglaublichen Reichtum angehäuft? Warum platzte Harrys Tresor aus allen Nähten, während der Tresor einer anderen Familie, und zwar der von den Weasleys, nur ein paar einzelne Galeonen enthielt? Wir werden uns damit befassen, warum Rowling entschieden hat, Harry so reich zu machen, wie er war. Als der Stein der Weisen zum ersten Mal veröffentlicht wurde, erhielten wir einen ersten Einblick in Harry Potters Tresor, den Tresor 687 in Gringotts. Griphook schloss die Tür auf. Eine Menge grüner Rauch quoll hervor und als er sich verzogen hatte, keuchte Harry auf. Im Inneren befanden sich Berge von Goldmünzen und Säulen aus Silber. Alles für dich, lächelte Hagrid. Als ich zum ersten Mal diese Passage las, war ich von Harrys unermesslichem Vermögen fasziniert. Wie hatte er das alles bekommen und wie viel war es wirklich? Glücklicherweise wurde diese Szene in der Verfilmung des Stein der Weisen im Jahr 2001 zum Leben erweckt, sodass wir endlich mit eigenen Augen sehen konnten, was Harry gesehen hätte, als er zum ersten Mal den Tresor betrat. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass dieser Szene eine Frage von Harry vorausging. Aber Hagrid, wie soll ich das alles bezahlen? Ich habe doch gar kein Geld. Oh Harry. Also, ich frage noch einmal. Woher zum Teufel haben Harrys Eltern, die gerade einmal 21 Jahre alt waren, als sie starben, all dieses Geld und Gold bekommen, das sie dann Harry schließlich hinterließen? Es gibt zwei Aspekte, die diese Frage beantworten können. Erstens, die kanonische Erklärung, die detaillierte Informationen darüber liefert, woher das Gold stammte. Und zweitens, eine Theorie, die ich gefunden habe, die möglicherweise erklärt, warum dieses Goldvermögen nach dem Tod von Harrys Eltern sogar noch größer wurde. Lasst mich aber zuerst auf den ersten Punkt eingehen. Es muss zunächst festgestellt werden, dass der enorme Reichtum fast ausschließlich von James' Seite der Familie stammte. Lily Evans war eine Muggelgeborene und es gibt keinerlei Beweise dafür, dass ihre Familie über Generationen hinweg reich oder auch nur vermögend war. Wenn man das bedenkt, wer war es, der das Potter-Vermögen begründete? Nun, einem Artikel auf Pottermore zufolge begann alles mit einem Zauberer namens Lidfrid von Skitchcombe. Auch bekannt als der Potterer, dem Gründungspatriarchen der Familie Potter. Die Zaubererfamilie der Potters stammt von dem Zauberer Linfred von Stinchcombe aus dem 12. Jahrhundert ab, einem lokal beliebten und exzentrischen Mann, dessen Spitzname der Potterer im Laufe der Zeit zu Potter korrumpiert wurde. Linfred war ein chaotischer und zerstreuter Mann, dessen Muggelnachbarn oft seine medizinischen Dienste in Anspruch nahmen. Keiner von ihnen wusste, dass Linfreds wunderbare Heilmittel gegen Pocken und Fieber magisch waren. Alle hielten ihn für einen harmlosen und liebenswerten alten Mann, der in seinem Garten mit all seinen komischen Pflanzen herumspielte. Sein Ruf als wohlmeinender Exzentriker kam Linfred sehr gelegen, denn hinter verschlossenen Türen konnte er die Reihe von Experimenten fortsetzen, die den Grundstein für das Vermögen der Familie Potter legten. Historiker halten Linfred für den Erfinder einer Reihe von Heilmitteln, die sich zu Tränken entwickelten, die noch heute verwendet werden. Darunter Skelewachs und der Aufpäppeltrank. Durch den Verkauf solcher Heilmittel an andere Hexen und Zauberer ermöglichte er es, bei seinem Tod jedem seiner 7 Kinder einen beträchtlichen Haufen Gold zu hinterlassen. Falls du Skelewachs oder Skelegro kennst, dann deshalb, weil es bis heute verwendet wird, vor allem bei Harry Potter in der Kammer des Schreckens. Die Funktion von Skelewachs ist, Knochen zu heilen. Es kann sowohl gebrochene Knochen reparieren, als auch Knochen nachwachsen lassen, die vollständig fehlen. Der Trank wird als schrecklich schmeckend beschrieben, und Harry bemerkte einmal, dass seine Anwendung sich anfühlte, als hätte er große Splitter am Arm. Ein weiterer von Linfred hergestellter Zaubertrank ist der Aufpäppeltrank, der gegen Erkältungen hilft und den Trinker aufwärmt. Der Trank wurde in der Saga im Februar 1995 während des Trimagischen Turniers verwendet, als er den Champions half, nachdem sie aus dem großen See aufgetaucht waren. Die einzige bekannte Nebenwirkung ist, dass der Trinker stundenlang Dampf aus den Ohren abgibt. Aber Linfred war nicht der einzige in der Familie, der erfolgreich war. Er war nur der Anfang. Die Potters heirateten weiterhin ihre Nachbarn, gelegentlich auch Muggel, und lebten über mehrere Generationen im Westen Englands.
Jeder von ihnen zeichnete sich durch harte Arbeit und stillen Einfallsreichtum aus, wie es ihren Vorfahren Linfred auszeichnete. Gelegentlich schaffte es ein Potter bis nach London und zwei Familienmitglieder saßen im Zauberergemot. Ralston Potter, der von 1612 bis 1652 Mitglied war und ein großer Befürworter des Geheimhaltungsstatutes, sowie Henry Potter, der bei seinen Freunden auch als Harry bekannt war. Obwohl viele Potters in ihren jeweiligen Karrieren erfolgreich waren, wuchs das Familienvermögen langsam an. Erst als Fleamond Potter auftauchte, wurde richtig Öl ins Feuer gegossen und das Familienvermögen begann zu wachsen. Fleamond war der Sohn von Henry und der Vater von, du hast es erraten, James Potter. Das bedeutet natürlich auch, dass Fleamond Harrys Großvater war. Obwohl Fleamond Harry nie kennenlernte, lebte er lange genug, um ihm genug Gold für ein ganzes Leben zu hinterlassen. Fleamond vervierfachte das Familienvermögen, indem er den berühmtesten Trank der Familie schuf. Seidenglatz Haargel. Der Trank war ein Haartrank und eine Kopfhautbehandlung, der mit dem Slogan vermarktet wurde: Zwei Tropfen zähmen selbst die widerspenstige Glatze. Er wurde vor allem von Hermine benutzt, als sie mit Viktor Krumm zum Weihnachtsball ging. Kurz gesagt, der immense Reichtum der Potters ist auf den jahrhundertelangen Umsatz mit erfolgreichen und weit verbreiteten Zaubertränken zurückzuführen. Angesichts des langjährigen Generationsreichtums der Potters ist es nicht verwunderlich, dass Harry eine beträchtliche Menge Geld geerbt hat, vor allem weil er der einzige Erbe ist. Aber nachdem diese Erklärung auf dem Tisch liegt, habe ich eine Theorie gefunden, wie diese Goldhaufen nach dem Tod von Harrys Eltern noch weiter angewachsen sein könnten. Als Voldemort starb und Harry überlebte, wurde er von der gesamten Zaubererwelt dafür gelobt, dass er den Dunklen Lord irgendwie besiegt hat und die Zauberergemeinschaft von seiner Tyrannei befreit hatte, selbst wenn er selber als Person nicht viel damit zu tun gehabt hat. Es war auch allgemein bekannt, dass Harrys Eltern bei diesem Ereignis ums Leben gekommen waren. Ich habe den Eindruck, dass Tausende von Hexen und Zauberern aus Mitgefühl für den kleinen Jungen, der seine Eltern verloren hatte, zusammenkamen und vielleicht sogar zusätzliches Geld oder Gold spendeten. Das genaue Vermögen der Potters blieb der Zaubererwelt unklar. Sie wussten nichts. Und aus der Außenperspektive mag es so ausgesehen haben, als wäre dieses neugeborene Kind nun ohne Eltern und ohne Geld. Es liegt auf der Hand, dass die zaubernde Bevölkerung überglücklich über Voldemorts Niederlage versucht hätte, Harry auf irgendeine Weise zu danken. Vielleicht konnten sie seine Eltern nicht zurückbringen, aber mit genügend Spenden konnten sie sicherstellen, dass er finanziell abgesichert war. Wir müssen aber auch an die Lizenzgebühren denken. Wenn Harrys Vorfahren berühmte und beliebte Zaubertränke herstellten, die noch zu seinen Lebzeiten verkauft wurden, dann wäre es nur logisch anzunehmen, dass er Anspruch auf die Erlöse aus dem Verkauf dieser Tränke hätte. Wenigstens einige Tantiemen. Angesichts der Verbreitung dieser Tränke würde sich das sicherlich schnell summieren. Nachdem die Frage, wie Harry an das Gold gekommen ist, geklärt ist, möchte ich als nächstes das Warum ansprechen. Warum hat J.K. Rowling sich entschieden, Harrys Reichtum zu einem wichtigen Handlungselement zu machen? Warum hat sie ihn überhaupt reich gemacht? Wie sich herausstellt, hat sie genau diese Frage in einem Interview beantwortet. Sie antwortete wie folgt: Nun, wie du weißt, ist Harrys Bankkonto in Gringotts. Sein Geld hat er von seinem Vater geerbt. Aber ich glaube auf einer tieferen Ebene, Harrys Geld ist in den Büchern nie wirklich wichtig, außer dass er sich seine Uniform leisten kann und so weiter. Andererseits glaube ich, dass ich ihm wirklich ein Vermögen gegeben habe, weil ich so pleite war, als ich das erste Buch geschrieben habe, und es war ein Wunschdenken, dass ich mir um solche Dinge keine Sorgen machen müsste. Rowling schrieb Harry als richtig reich, weil sie in der Welt, in der sie lebte, nichts hatte. Das war zu Beginn des ersten Harry Potter Buches klar, was natürlich bedeutet, dass Rowling, als sie diese Passage schrieb, keinen Verleger hatte, kein Geld und wahrscheinlich auch nicht viel Hoffnung. Harry als reichen Jungen zu schreiben, war ihre Art, ihre Wünsche für die Zukunft zu projizieren. Sie sah Harry als eine Erweiterung ihrer selbst. Wenn du sonst noch irgendeine Theorie haben solltest, warum Harry Potter so viel Geld hatte und wie sich das auch noch über die Zeit vermehren könnte, dann sag gerne Bescheid und schreib es mir in die Kommentare. Ich bin gespannt. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Und wenn ja, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.